Autofans, herzlich willkommen hier auf dem Sabbelsaurus, euren deutschen Masters of the Universe Kanal auf YouTube. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing und natürlich einen ganz kleinen Scherz hier am Anfang. Ja, ich habe mir tatsächlich aus nostalgischen Gründen eine Replika Macho Man Randy Savage Brille zugelegt. Ja, das ist sie. Der Kauf kann ich nicht unbedingt empfehlen, aber dazu dann ein andermal. So, die packen wir mal beiseite. Nein, heute geht es um Stinkor aus der Masters of the Universe Revelation bzw. Masterverse Serie. Und der ist gestern frisch angekommen. Und heute packen wir ihn zusammen aus. Zurzeit kann man ihn vorbestellen bei Smith Toys, da habe ich ihn auch her. Und ihr seht, die verpacken das auch richtig super. Hier ist er. Und Luftpolsterfolie. Also kann man definitiv nicht meckern. So, die tun wir mal beiseite. Sachen. So, und da ist er, Skeletors müffelnder Gefolgsmann. Ihr seht, schon eine ziemlich coole Verpackung. Da kann auch so an und für sich nichts kaputt gehen. Natürlich können Knicke passieren, aber da sind die Origins weitaus anfälliger für. Das ist von der Seite, von hinten wieder schönes Artwork, auf der Seite ein etwas ähnliches, aber doch ein unterschiedliches. Ihr seht es nochmal von vorn. Ja, und er hat eine ziemlich coole Pose auch hier drin, also besser als so manche Standardfigur, die einfach nur so steril im Blister drin ist. Da finde ich sowas hier schon recht ansprechend. Ihr seht schon hier den Wechselkopf, er hat Wechselhände dabei, er hat den Schild dabei. Klar, was wäre Stinkor ohne seinen Schild? So, jetzt packen wir die Figur mal aus. Und ihr seht, ich habe schon den Origins Stinkor und den aus der Classics Line mit dabei, der diesem hier wohl am nächsten kommt. Natürlich wäre wahrscheinlich nochmal die Staction sehr interessant gewesen vor aus der 2000X-Line, aber die habe ich leider nicht mehr. So, das kommt zum Müll. Ja gut, hier nochmal das Inlay, für manche, die es interessiert. Auch hier haben wir wieder hier diese Halterungen dabei, wo ich ja schon im Unboxing, im Live-Unboxing-Video zum Vierer Motu Origins Horde Set gesagt habe, dass ich das nicht so optimal finde, dass diese Dinger dabei sind. Hier kann ich es jetzt durchschneiden. Beim Vierer Set, warum ich immer Fünfer Set sagen, fand ich es jetzt nicht ganz so toll. Denn da kann man die Sachen nicht so gut wieder einpacken. So, und da ist er.
an der Seite ist hier so ein bisschen offen. Da ist die Schnalle nicht ganz zu, wie ihr hier seht. Aber das ist ja nicht schlimm, das können wir auch selber machen. So, es ist natürlich der Standardkörper, den wir schon von He-Man und Skeletor kennen. Natürlich hier anders bemalt, ganz klar. Wir sehen hier einen schönen Wash in seinem Lendenschurz. Und schön glänzende Füße. Da müsst ihr ein bisschen gucken. Hier ist es nämlich jetzt gerade so ein bisschen verdreht. So. Und das Ganze so ein bisschen aus der Starre holen. Das haben die irgendwie alle, diese Figuren. Es geht auch ein bisschen schwer. So. Und man muss, glaube ich, auch aufpassen, dass man sich das hier nicht vielleicht doch irgendwie abbricht. Ja. Also das geht am Anfang doch immer ein bisschen schwer. Vielleicht muss man dann auch nochmal irgendwie mit einem Föhn oder so kurz dran. Ja, das ist natürlich nicht so optimal. Aber auf der anderen Seite habt ihr dann natürlich wirklich super Gelenke, die dann auch halten. So. Das müsst ihr entsprechend ein bisschen drehen. So, und da habt ihr ihn dann. Er hat hier die Handschuhe, die farblich, weiß ich nicht, ob das wirklich ein Unterschied ist. Schwierig zu sagen. Es wirkt zumindest so. Auch hier gehen die Hände am Anfang ein bisschen schwer, aber das, wie gesagt, gibt sich. So. Einfach nur mal ein bisschen aus der Starre holen. So, wie ich schon gesagt habe, war ja hier der Verschluss auf der Seite und der andere auch offen. Dann nehmen wir hier schon mal den Kopf ab. Das ist der Originalkopf, der drauf ist. Und dieser hier mit dem offenen Maul und den etwas geschlosseneren Augen, wo die Augenlider halt ein bisschen weiter in die Augen gehen, beziehungsweise die Augen verdecken. So, das Ganze hat nämlich einen Grund mit diesem Wechselkopf und warum hier vorne das entsprechend offen ist, denn, das hat man ja schon im Blister gesehen, wir haben hier seine Gasmaske, die hier drauf gesteckt werden kann. So, und die sitzt auch super. Die ist allerdings gerade eben beim Abmachen, beim Rausmachen aus dem Blister abgefallen. Ja, so sieht das Ganze dann von innen aus. Wird hier einfach nur so drauf gesteckt. Zack. Geht bei diesem hier leider nicht. So, dann schauen wir uns hier mal die Rüstung an. Diese geht wunderbar leicht runter, was ja auch kein Problem ist, denn wir hatten ja hier schon die offenen Verschlüsse. Und ihr seht, man hat das Ganze an der 2000X Toyline nachempfunden, beziehungsweise sich dran gerichtet. Aber das Ganze auch recht klassisch hier von der Mechaneck-Rüstung übernommen. Also das ist genauso wie im Cartoon recht schlicht gestaltet. Aber es ist nichts drüber gemalt. Das freut mich sehr. Man kann den Tank leider nicht abnehmen. Das konnte man beim Classics, glaube ich, ja noch. Ja. Beim Classic konnte man ja hier den Tank abmachen. Das wäre hier natürlich das i-Tüpfelchen gewesen. Ne, wer sich die Figur dann doch lieber in einem etwas klassischeren Look hingestellt hätte, als also hört ohne die Tanks. Aber gut, jetzt sind sie dran, ist auch nicht wirklich schlimm. Also man sieht
Es ist wirklich ein 2000X-orientierter Look. Natürlich hat man hier überall die Standardgelenke, hier das Oberkörpergelenk, das Hüftgelenk und hier die Beine, das Zwillingskniegelenk. Hier hat man auch wieder die Möglichkeit, verschiedene Posen einzunehmen und das dann auch vernünftig zu positionieren. So sieht das Ganze dann noch drunter aus. Also das sieht schon nicht verkehrt aus und vor allen Dingen dadurch, dass das Ganze so schwarz ist, sieht man die Gelenke auch nicht so stark. Und das ist ja dann noch mal ein zusätzlicher Pluspunkt. Wobei allerdings natürlich durch die Rüstung das sowieso alles verdeckt wird. So, hier habt ihr das noch mal mit den Verschlüssen. Das hat man beim 2000X. Das hat man hier beim Classic allerdings besser gelöst, hier mit diesen Verschlüssen, diese Art von Verschluss. Den finde ich persönlich besser. So. Denn diese vintage-orientierten Verschlüsse hatten ja immer so das Problem bei den Vintages natürlich, dass die gerne mal kaputt gegangen sind. Allerdings war das natürlich auch Hartplastik und das hier ist ziemlich weiches Plastik, also von daher ist das in dem Moment dann nicht so schlimm. So, hier haben wir Stinkors Schild, wo der Rand schön glänzt, hier vorne diese Erhebungen glänzen und in der Mitte. Allerdings das hier ist dann matt. Hier hinten hat man sich bei He-Man bedient, das heißt also, wie die Figur dann den Schild halten kann. Dazu nimmt man dann einfach die andere Hand. So, die gehört hier hin, dann passt das auch besser. So. Steckt das hier so entsprechend durch und dann kann die Figur den Schild auch halten. So. Beim Stand muss man mal gucken, dass man das Ganze hier wieder gerade macht. So. So, hier hat man tatsächlich gegenüber den anderen Figuren nicht so diesen anfänglichen Widerstand in den Armen, der ja da war. So, ich mache jetzt mal den Alternativkopf drauf. Der geht auch relativ leicht drauf. So. Und passt dann natürlich auch 2000X-mäßig stimmiger zur Figur. So, noch die andere Hand. Und schon ist er fertig. Ja, jetzt vergleichen wir ihn mal mit der Classics-Figur, die natürlich etwas näher dran kommt. Hier sehen wir schon bei der Classics-Figur, dass hier der Mundschutz an diesem vorderen Teil dran gemacht ist. Und bei ihm hier kann man halt das direkt an den Kopf dran machen. Aber im Prinzip ist es eigentlich kein Unterschied. Bei der Origins-Figur, bei der Classics-Figur sind die Bei der Classics-Figur sind die Ohren natürlich nicht so spitz wie bei diesem hier. Das finde ich bei dem hier richtig cool. Sieht echt geil aus. Gefällt mir um Längen besser. Natürlich hat man hier den längeren Lendenschurz, was dann noch 2000X-mäßiger aussieht beim Revelation Stinkor. Und die Arme sind auch viel weiter in weiß bemalt.
Aber ansonsten sind sie sich schon sehr ähnlich. Wir sehen, dass hier mehr Gelb verwendet wurde. Es ist ein leichtes Orangegelb. Und beim Classic hat man dann ein direktes Orange. Ansonsten gibt es halt sehr viele Überschneidungen. Hier haben wir noch die Origins-Figur. Da sieht man natürlich direkt den Vergleich. Super modern gegen super klassisch. Und das ist natürlich eine richtig schöne Sache, dass für jeden momentan irgendwo etwas dabei ist. Ja, das Original quasi, beziehungsweise der Origin Stinkor, der natürlich dem Vintage nachempfunden ist, den ich jetzt leider nicht hier habe. Ja, man sieht also, für jeden ist da etwas dabei. Ob man nun den etwas klassischeren Look mag, dann ist man hier mit den Origins super bedient. Oder den etwas moderneren Look im 2000X-Design. Man kann sich dem wirklich nicht erwehren, dass dieser hier eine wirklich bessere 2000X-Figur ist. Aber das ist auch nicht schlimm, denn die 2000X-Version war schon wirklich cool gemacht. Also eine sehr, sehr gute Neuerung gegenüber dem Vintage. Und ja, ansonsten gibt es natürlich noch die Classics-Version, die allerdings im Wert natürlich jetzt ein bisschen gestiegen ist. Ja, wie gesagt, es tut mir leid, dass ich euch hier jetzt nicht die Stack-Action präsentieren kann oder direkt einen Vintage. Ist momentan nicht hier, beziehungsweise die 2000X Stack-Action, die besitze ich leider nicht. Dennoch allerdings finde ich, es ist ein netter kleiner Vergleich und man bekommt da echt einen guten Eindruck, wie hier so die Generationen denn aussehen. Also absolut top. Mein Favorit bleibt der Classic. Allerdings dieser hier hat ungemeine Vorteile gegenüber der Classics-Figur, wobei natürlich vintage-mäßig ist die Origins-Figur nicht zu übertreffen und weckt am meisten natürlich Erinnerungen. Und gerade dieser hier einfach perfekt, weil Stinkor schon immer irgendwie einer meiner Lieblinge war. Ich mochte schon immer dieses Schwarz und Weiß. Und ja, wie gesagt, ist für jeden was dabei. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare, wie ihr die Figur findet. Habt ihr sie schon? Schreibt es einfach in die Kommentare und ja, dann nicht vergessen, liken, teilen, abonnieren, Glocke aktivieren und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls wir uns nicht nochmal sehen sollten. Denn ja, ihr wisst, zwischen den Jahren ist das halt eben immer so ein bisschen stressig, genauso wie vor Weihnachten. Aber nichtsdestotrotz, macht's gut und guten Rutsch.